Silvia Breher von der CDU vertritt den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta im Bundestag. Die Löningerin konnte knapp 58% der Wählerstimmen für sich gewinnen. Morgen nochmal frei. Dienstagmorgen fahre ich direkt nach Berlin und dann sind ja Landesgruppe, nachher große Fraktionssitzungen. Und dann gibt es auch Einführungsveranstaltungen für Neue. Bundesweit erreichen CDU, CSU 33% der Stimmen und bleiben somit stärkste Partei. So der Stand um 21.45 Uhr. Deutliche Verluste auf Seiten der SPD. Die Sozialdemokraten fallen von 25,7 auf 20,6%. Die AfD zieht mit einem zweistelligen Ergebnis zum ersten Mal in den Bundestag ein. Laut aktueller Hochrechnung liegt die Alternative für Deutschland bei 12,8%. Im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta erreicht die AfD 8,1%. Spannend bleibt die Frage nach der zukünftigen Regierungsbildung. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir müssen den Wählerwillen ernst nehmen und das werden wir tun. Und deshalb muss man jetzt das Beste draus machen. Wobei bei dem Thema Jamaika, so wie es sich heute Abend abzeichnet, da sind die Gegensätze zwischen allen dreien Parteien schon sehr, sehr erheblich. Also die gemeinsame Schnittmenge, die ist schon überschaubar.